Ja, Moin Meister und was geht? Crypto Gang. Richtig. Freunde, ich würde sagen, heute sprechen wir einmal mal über sehr, sehr gute Geschichten aus dem DeFi-Markt, nämlich der Total Value Locked bezüglich DeFi gibt uns sehr, sehr schöne Anhaltspunkte dafür, dass unsere Krypto-Adoption immer weiter voranschreitet und wir uns auf einem sehr, sehr guten Weg befinden. Wir sprechen übrigens auch über NFT, weil da haben wir nämlich dasselbige Gedöns. Ach, Freunde, hört mir auf, es geht alles wunderbar planmäßig aufwärts. Nix Plan B, das Ding hier ist Plan A. Aber erstmal würde ich sagen, Freunde, wir kicken die ganze Sache nach dem Intro. So. Dann wollen wir mal. So. Ja, moinsen, Freunde. Und erstmal einen wunderschönen guten Morgen an diesem wunderschönen Dienstag, Freunde. Morgen ist schon die Hälfte der Woche geschafft, aber heute noch nicht. Deswegen versuchen wir heute, euch das Leben ein bisschen zu erleichtern, indem wir über gute Dinge sprechen, die Krypto betreffen. Ich würde sagen, erstmal ein gutes Gedöns aus dem DeFi-Sektor. Und dabei sei nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, dass ich persönlich der Meinung bin, dass DeFi der wichtigste und auch zukunftssicherste Markt ist und immer sein wird. Klar, Freunde, wir haben NFTs, die vor allem in der jetzigen Marktphase, in der wir uns befinden, extrem Hype haben. Absolut zu Recht wohlgemerkt, ne? Das wird auch immer größer und gehört auch genau hier hin. Da, wo wir uns gerade befinden, Kryptomarkt, NFT ist eine super geile Sache, gehört definitiv hier rein. Aber DeFi, Freunde, dezentrale Finanzen, das ist der Markt. Vor allem natürlich viel interessanter für kaufkräftige, institutionelle Anleger. Denn am Ende ist es wie immer im Leben, das Geld gibt hier den Ton an. Und wo ist am meisten Kohle zu holen, Freunde? Richtig, DeFi. Der Total Value Lock bezüglich DeFi hat nämlich gerade sein Allzeithoch bei über 210 Milliarden US-Dollar, die in DeFi-Protokolle fließen, oder besser gesagt in Smart Contracts, die auf DeFi-Protokollen laufen. Dabei natürlich weiterhin auffällig, nichts reicht hier Ethereum das Wasser. Aber wirklich gar nichts. Rund 142 Milliarden von diesen ganzen 210 Milliarden Dollar stecken in ETH. Freunde, auf Platz 2, ganz, ganz weit dahinter irgendwann, kommt Binance, also die Binance Smart Chain mit, aufgepasst, 17 Milliarden US-Dollar. Deswegen sage ich immer, Leute, Ethereum ist mein absoluter Liebling und nichts und wirklich nichts, und davon bin ich wirklich haarscharf überzeugt, wird von Ethereum die Kragenweite annehmen, also jedenfalls nicht so schnell. Cardano, Solana ist im Prinzip völlig egal, was total paradox ist, weil vor allem Dinge wie Solana im Prinzip einfach viel besser funktionieren als Ethereum. Keine Schleichwerbung für Lipton. Ich halte die doch falsch rum. Das ist auf beiden Seiten, Digga. Ich kann die jetzt nicht so halten, weil dann... Solana ist schneller, günstiger, technisch einfach besser, aber trotzdem wollen alle auf Ethereum. Und ich denke mal, so schnell wird sich das auch nicht ändern, Freunde. Aber alles in allem, ganz Krypto profitiert ja davon, dass wir sichtlich immer mehr Zuwachs im Markt haben. Und ja, DeFi wächst und wächst. Gute Geschichte. Was haben wir noch? Ach ja, wo wir gerade schon bei NFT kurz waren, machen wir doch mal eben da weiter. Wieder ein Beweis dafür, wie schnell Krypto im Allgemeinen mittlerweile wächst, Freunde. Das hier ist eine Grafik, die uns zeigt, wie viel Umsatz in den drei Quartalen 2021 mit NFTs gemacht wurden. Eine Differenz von fast 9 Milliarden in zwei Quartalen kann man, denke ich, definitiv als ein Hype bezeichnen. Nur mal kurz als Beispiel, im August 2020 lag der Umsatz im gesamten NFT-Markt bei 28 Millionen Dollar. Bis heute ist das eine Steigerung von 38.000%. Und das innerhalb von 12 Monaten. Jetzt hat man bei vielen Dingen im Leben immer wieder das Problem, dass ein Hype oft nur ein Hype ist. Und ein Hype beschreibt ja das, was es ist. Also aus dem Nichts kommt, richtig, Rakete. Und dann ein drastischer Abfall der Kurve in die, ja, relative Bedeutungslosigkeit. Ich glaube aber, das wird in Sachen NFT nicht passieren. Ich würde tatsächlich sogar weniger sagen, dass NFT ein Hype ist. Ich würde das nicht als Hype betrachten, sondern eher als eine startende Revolution. Die Kunstrevolution sozusagen. Irgendwie sowas. Irgendwo auch abartig pervers, dass kleine Pixelbilder, also diese NFTs, so, das ist das, was die meisten, die sich jetzt nicht so unbedingt mit NFT befassen, was die sich darunter vorstellen, weil jeder hat schon mal gehört, dass beispielsweise über Ethereum kleine Pixelbilder für 3,3 Millionen oder Milliarden, war das jetzt Millionen oder Milliarden? Ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht. Jedenfalls ein großer Geldbetrag. Kleine Pixelbilder gehen für große Geldbeträge weg. Und, ja, keine Ahnung, die Digitalisierung ist halt die Zukunft, oder nicht? Und zu NFT gehört ja mehr, Freunde. Was da Virtual Reality-mäßig noch auf uns zukommen wird, können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen. Wie maßgeblich das wahrscheinlich die gesamte Spielebranche, auch außerhalb Kryptos, das meine ich jetzt. Also wir haben eine Spielebranche innerhalb Krypto, NFT etc.
Dazu muss ich euch bald mal ein geisteskrankes Projekt vorstellen namens Blocktopia. Es ist, oh mein Gott, es wird die gesamte Echtweltspielebranche revolutionieren. Leute, jetzt ohne Scheiß, wir befinden uns gerade in einer goldenen Anfangszeit von, also von Krypto. Da bin ich absolut überzeugt von und ich persönlich glaube, wir werden hier Zeuge von etwas ganz, ganz Großem. Ob jetzt NFT oder DeFi, nennen wir es einfach mal zusammengebündelt Krypto. Die Außenstehenden, die immer von ihrer Bitcoin-Bubble sprechen, die haben doch so null Ahnung und Vorstellung davon, was hier eigentlich gerade passiert. Krypto ist so viel mehr als einfach nur Bitcoin. Es wird weltverändernd sein. Da glaube ich zu 101% dran. Hallo. Aber Markt, Freunde, was macht der Markt? Bitcoin. Wir haben jetzt gerade, Standpunkt, wo ich das Video aufnehme, seht ihr ja, $57.000 schon längst überschritten. Also wir drehen das Video gerade ziemlich spät. Das war heute Morgen schon so. Haltet mich für behindert. Aber ich sag mal, All-Time-High ist in Sicht, oder? Viele werden jetzt wieder sagen, Bro, übertreib's doch nicht. Du hast gar keine Ahnung. Und guck mal, die Alts, die ziehen gar nicht mit und so. Bitcoin tendiert gerade zum All-Time-High. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist umso höher. Also ich möchte jetzt ehrlich zu euch sein. Ich bin jetzt nicht hingegangen und habe, also Flo, Telegram-Gruppe, der hat es getan. Er ist ja analytisch sehr begabt. Ich bin aber jetzt zeitlich noch nicht ganz dazu gekommen, mich damit auseinanderzusetzen. Aber ihr wisst ja, ich rede immer von Intuition und meinem ach so tollen Bauchgefühl, so glaskugelmäßig verschluckt. Ich spüre das. Ich habe das irgendwie im Kott, im Orin, dass wir näher an einem All-Time-High dran sind, als dass wir jetzt wieder irgendwo rejecten. Natürlich haben wir Widerstandszonen dazwischen, ganz klar. Weil viele werden jetzt sagen, ja Bro, aber rein hypothetisch gesehen, da kommen noch, also überhaupt nicht hypothetisch gesehen, also rein faktisch gesehen, da kommen noch einige Widerstandszonen zum All-Time-High. Aber die Kaufkraft und vor allem, Freunde, ja, Total Market Cap, die steigt, obwohl die steigt nicht. Wir hatten gerade, wo ich drauf geguckt habe, vor diesem Video hatten wir 2,38. Aber es ist egal. Wir hatten ja gestern schon mal kurz darüber gesprochen, wie faszinierend und wie einzigartig es eigentlich ist, weil wir das lange so nicht hatten oder beziehungsweise noch nie. Dass der Total Market Cap so hoch gegangen ist und dann aber auch sich über Tage und über Wochen stabil bei dieser Grenze gehalten hat. Also wir haben hier keine massiven Abverkäufe, keinen massiven Absturz der totalen Marktkapitalisierung des Marktes. Bitcoin hält sich unfassbar bullisch und stabil und ich glaube, das Marktsegment spricht eine sehr, sehr deutliche Sprache dafür, dass wir eher in Richtung All-Time-High gehen, als dass wir jetzt nochmal irgendwo ganz, ganz kräftig rejecten und wirklich runterspringen. In Richtung Rektum. In Richtung Rektum beispielsweise, ja. So, die Marktkapitalisierung Bitcoin hält sich auch oder baut sich auch weiter über die Billionengrenze aus. Ich finde hier absolut kein bearishes Marktszenario. Natürlich haben wir die. Ich hatte auch wieder einen Bericht bei BTC Echo war es, glaube ich, aber da haben die sich auf Shiba Inu bezogen. Der hat jetzt wieder übrigens einen Platz hier gut gemacht. Naja, Freunde, das Ding, also wir können ja, also wir haben ja gespaltene Lager hier. Selbst auf diesem Channel haben wir sehr, sehr gespaltene Lager, was Shiba Inu angeht. Die einen sagen, ey, Digga, das ist absoluter Müll. Lass mal nicht darüber sprechen. Andererseits müssen wir darüber sprechen, weil das, was der Brudi da macht, ich möchte ihn eigentlich nicht Brudi nennen, wir nennen ihn Cousin. Was dieser Cousin da macht, der schiebt einen absoluten Kotten. Wir haben selbst heute wieder 17,89%. Was lachst du denn jetzt? dieser Kelp, also Shiba Inu ist ohne Fun. Ein absoluter Kelp wie mein Dobermann. Und ich würde sagen, wir müssen das tolerieren und wir müssen das zur Kenntnis nehmen und das tun wir ja auch. Und ich glaube, Shiba Inu ist tatsächlich nicht mehr weit davon entfernt, Top 10 zu gehen. Und das habe ich ja, glaube ich, letzte Woche schon irgendwann gesagt, dass Shiba Inu, da sind die gerade in die Top 20 rein. Und ich habe das schon gesagt, Shiba Inu ist so ein Kandidat, sei der Nutzen, jetzt mal bitte dahingestellt. Also nicht, dass wieder eine Diskussion in den Kommentaren losbricht, weil ich sage, also es enthält keinen intrinsischen Wert. Also der Meinung bin ich halt immer noch. Ich weiß nicht, ob man sich damit echt angreifbar macht, wenn man sagt, Shiba Inu enthält keinen intrinsischen Wert. Das ist im Prinzip faktisch so. Dann gibt es die Gegenpartei, die sagt, na, das stimmt nicht ganz, weil die haben sich aus der Grundidee erstmal nur den Dogecoin zu dribbeln. Also das Ding wurde ja entstanden, weil die eine Gegenbewegung zum Dogecoin sein wollten. Im Prinzip haben die ja verstanden, dass Shitcoins sind. Daraus ist ja Shiba Inu entstanden, dass die gesagt haben, Digga, diese Entwicklung mit dem Dogecoin, das ist ja so absurd. Wir machen jetzt ein Pardon dazu, ein Pardon. Und wir nehmen den Hops. Und dass das jetzt so eskaliert ist, ich glaube,
Und ich weiß nicht, ob ich damit jetzt zu weit gehe, Freunde. Wir müssen mal einmal eben gucken, wo jetzt gerade der Doge so mal kapitalisierungstechnisch steht und so. Gut, das ist noch eine ganze Ecke. Aber das ist keine unfassbar weit entfernte Ecke, okay? Ich sage jetzt, und das ist jetzt eine Prognose für die Zukunft, die muss natürlich nicht eintreffen, das ist jetzt absolut Roulette, was ich mache, 50-50. Ich glaube, Shiba Inu wird von der Marktkapitalisierung her und auch vom Ranking her den Dogecoin ablösen. Lege ich mich jetzt drauf fest. Fragt mich jetzt nicht, wie lange das dauert, aber wenn diese Entwicklung und diese Community bei Shiba Inu, die immer größer und brutaler wird, ja, die gehen ja auch über Leichen, die sind ja grobe Lust, die entern uns hier die YouTube-Kanäle und also du darfst eigentlich nichts mehr gegen Shiba Inu sagen, weil die Gefahr besteht, dass ich morgen keine Abonnenten mehr habe. Ich glaube, dieses Movement ist nicht mehr aufzuhalten. Auch wenn wir den Fakt jetzt natürlich berücksichtigen müssen, dass für diesen Pump, beziehungsweise mindestens noch bis vor ein paar Tage, 3 Adressen verantwortlich für waren, okay? Also da sind viele Milliarden an Dollar reingegangen und die kamen von 3 Adressen. Wer jetzt wieder fragt, ja, woher hast du denn diese Info, gar keine Quellenangabe? Whale Alert. Einfach mal Twitter etc. auschecken. Whale Alert hält euch immer, was so große Geldmengen bewegend anbelangt, halten die euch immer so auf dem Stande. Shiba Inu, da waren 2 große Wahladressen, die da massig Geld reingepumpt haben. Aber der kommt doch immer schon so aus den Katakomben, so, der war jetzt, also ich bin ja jetzt nicht der so war, dran. Der war bedeutungslos, ja, ja. Und jetzt ist er wieder da und hat 17. Der ist nicht nur da, der hat den Markt hops genommen. Also wirklich, Shiba Inu nimmt hops. Jetzt, also was ich noch... Aus dem Nix. Ja, ja, aus dem Nichts, aus dem Nichts. Also was heißt so ganz aus dem Nichts? Als das Ding damals kam, da hatte man das so auf dem Schirm, man hat das so mitbekommen und man hat so gesagt so, ja okay, Shitcoin. Und dann daraus hat sich jetzt irgendwie das entwickelt. Und das ging jetzt relativ schlagartig. Man kann davon halten, was man will, aber es ist da und man muss das irgendwo mit berücksichtigen. Und das machen wir, weil die Performance spricht für sich. Viele Leute machen gerade absolut ihr Para damit und ich gönne das jedem, der das tut. Seid trotzdem vorsichtig. Ihr wisst es, wer sich mit Krypto befasst, da hat sich eine massive Blase aufgebaut und die wird sich auch noch weiter aufpumpen. Ich sag nicht, dass das unbedingt passieren muss. Es kann aber definitiv, und das ist ein Fakt, da können die Shiba Inu-Liebhaber rumtrollen, wie sie wollen und sagen, du hast gar keine Ahnung. Es ist ein Fakt, das kann morgen in sich zusammenstürzen. Wir hoffen es natürlich nicht, weil damit würden viele Menschen wahrscheinlich schmerzhaft viel Geld verlieren. Ich hoffe nicht, dass das passiert. Was ist doch das? Die Ernährung ist auf jeden Fall on fleek. Tatsächlich hoffe ich mittlerweile für die ganzen Brudis und Schwestis, die auch auf diesem Kanal in Shiba Inu investiert sind, dass das Ding weiter voranschreitet. Rakete? Ich muss auch ehrlich sagen, der ist mir sympathischer als Doge. Rakete? Also wenn der Doge ablöst, wäre ich damit nicht mal so am Fremdeln mit. Aber ich würde sagen, dementsprechend viel mehr Interessantes passiert jetzt hier gar nicht. Wir haben einen sehr, sehr stabilen, schön bullisch ausgerichteten Bitcoin, der eher in Richtung All-Time-High tendiert, als dass wir irgendwo hart rejecten. Wir haben ein Shiba Inu, der wahrscheinlich bald die Top 10 kapert und Dogecoin mal so eine richtige Bombe auf den Nasenrücken gibt, dass der uns hier, also dass der dann wirklich mal Abstand hält von der Top 10. Kannst du dir nicht mit angucken. Also ich sehe wahrscheinlich Shiba Inu lieber in der Top 10 als den Dogecoin. Rakete? So, also XRP hat wieder seit gestern ein bisschen verloren. 4 Cent oder Dollar Cent günstiger. Tether hatten wir ja gestern drüber gesprochen, Betrügereien etc. Cardano hält sich stabil. Ethereum, was soll ich euch zu Ethereum sagen, haben wir gerade drüber geredet. Ethereum ist King. DeFi, D-Apps, King. Smart Contracts, beste Leben. Und ich würde sagen, Freunde, das war so eine Art News, Marktupdate etc. Einfach mal eben auf die chillige Art und Weise. Ich würde sagen, Grüße von der Bärchentasse, auch wenn die leer ist. Alle, die neu da sind, natürlich gerne einmal unten abonnieren, Teil der Reise werden. Lila farbener Regenbogen, Lambo to the Moon oder to the Andromeda Galaxie. Wir suchen uns die Reise noch aus. Grüße gehen natürlich raus an meinen Partner Blaze Blue Records, der uns die Anfangsmelodie für diesen Kanal zur Verfügung stellt. Grüße gehen natürlich auch raus an meiner Meinung nach der besten Handelsplattform Atani, wo ihr alle eure Kryptobörsen miteinander verknüpfen könnt. Alles schön übersichtlich, Steuertool kostenlos drin, TradingView Pro Version kostenlos drin und wird immer weiter ausgebaut. Nice Geschichte jedenfalls. Und dann, Freunde, würde ich sagen, kommt gut durch den Dienstag. Wir sehen uns morgen zur Mitte der Woche. Dann ist schon Mittwoch, haben wir schon fast geschafft, Freunde. Und 10:30 Uhr, neues Video, wisst ihr ja. Wir sehen uns. Reingauen. Rakete?